Man muss hier ganz klar trennen. Mit null finanziellem Aufwand über 300 Bälle für Kinder und Jugendliche zu lukrieren, ist ganz sicher ein Erfolg. Jedenfalls lässt sich das aber noch nicht mit einem Erfolg der Social-Media-Kampagne in Verbindung bringen. Immerhin haben wir 54 Stunden und 26 Minuten wertvolle Arbeitszeit investiert. Als Unternehmer muss man natürlich für sich auch bewerten, rechnet sich das oder nicht? Hätten wir diese drei Aufträge auch ohne diese Aktion bekommen? Schwierig zu sagen. Was ganz klar zu sehen war, Facebook funktioniert am besten im Mix mit anderen Spielzeugen. Mit Mailings, Events oder Medienberichten, da war die Aktivität ein Vielfaches höher. Spannend an der Sache ist auch die Statistik, an die man als Unternehmer im Normalfall nicht so herankommt. Wir wissen jetzt, dass 46% unserer Facebook-Freunde weiblich sind und die User treiben sich im Allgemeinen 45 Mal häufiger auf Facebook herum als auf unserer Firmenwebsite. Und das ist ein Punkt, wo ich allen Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen kann, einmal über Web 2.0 tiefer nachzudenken. Ein Phänomen, das für Website und Facebook gilt: Fotos und Videos schaut jeder gerne. Der beste Text verliert immer gegen das Bild und das ist für jemanden wie mich, der aus dem Fernsehbereich kommt, irgendwie auch beruhigend. Empfehlen würde ich auch, sich einen Profi zu holen, wenn man es wirklich ernst meint. Wir stehen jetzt da mit einem ganzen Haufen halbwissenschaftlicher Analysen und wir wissen aber nicht, hat es jetzt für unser Image wirklich was gebracht? Wird unser Image aufrechterhalten und vor allem hält dieser Facebook-Hype an. Das Wichtigste war allerdings, der Kater hatte gegen uns auf Facebook keine Chance. Also irgendwas dürfte man richtig gemacht haben. Und allein dieser Prozess, so eine Kampagne mit einem weißen Blatt Papier zu beginnen, hat uns sehr viel Nachdenkarbeit gebracht. Was können wir und wie sagen wir das unseren Kunden? Für uns waren diese 100 Tage auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich.